Hallo Leute und willkommen zur mittlerweile zweiten Folge von Mass Effect Andromeda. Ja! Der Start in 5 Minuten. Okay, da müssen wir uns wirklich sputen. In 5 Minuten kriege ich das hier auf keinen Fall hin. So, wir haben den Auftrag erhalten, unseren Helm zu holen. Aber wir gucken uns zuerst den Wasserkühler an. So bin ich. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Gut, dann trinken wir halt nichts. Ja, dehydrieren wir halt. Sarah Ryder, Alec Ryder und ein Spind, der niemanden gehört. Alec Ryder ist unser Vater, oder? Ja schon so ein. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Dein Vater ist anscheinend ein bisschen up to date wie du. Und hier der Spind unserer Schwester. Durchhalten, Sarah. Ich sehe aber, dass bei beiden Spinds noch was drin liegt. Aber so genau wollen wir ja nicht sein. Wo ist unser Spind? Datenpfad. Hier sind wir ja wieder. Oh, Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen, muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder der Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzungs- und Todesgefahr befinden. Das klingt sehr sinnvoll. Sehr, sehr, sehr sinnvoll. Hier ist der Helm, den holen wir aber ganz am Schluss, wenn wir alles andere abgeklappert haben. Leute, hi! Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat dir Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Wir sind zu Hause. Das war wieder so eine emotionale Entscheidung. Angst ist unangebracht. Start in 30 Minuten. Das ist sehr professionell. Start in 30 Minuten. War es nicht in 5? Egal. Sonst sind gestört. Das wäre wieder die logische Antwort. Nee, komm, wir sind zu Hause. Wir bleiben auf der richtigen Spur. Sieht aus, als wären wir bereits zu Hause. Das ist eine Erleichterung. Ich war mir angesichts der Vorkommnisse nicht sicher. Tja, dann kann ich jetzt wohl auspacken. Ich kriege Vorkaufsrecht auf alle Inseln, die wir finden. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Ja, das klingt gerade sehr, sehr, sehr unbekömmlich. Also ich glaube nicht, dass das alles so friedlich hergehen wird, wie wir uns das jetzt gerade erhoffen. Das wäre unrealistisch für ein BioWare-Spiel. Erledigt. So, Helm haben wir. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Das ist rechnen wir mit Problemen, Sam? Das ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. M3 Predator. Geil. So. Ich habe leider nur eine Pistole. Ich werde das Ding nicht brauchen. Ich komm gleich, Cora. Dads Stein. Stein untersuchen. Der Glücksstein. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen. Und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen. Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeldspat und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Hier spricht der Captain. Ich brauche Da ist auch ein bisschen Glimmer dabei, so 4%. Ja, Granit auf Deutsch gesagt. Okay, ja. Haben wir noch irgendwas hier zu tun? Nein, die sind, glaube ich, alle durch. Mit dir könnten wir noch rein, theoretisch. Ja, mit dem können wir noch rein, mit dem lieben Fischer. Ryder? Sam Fischer. Hey, Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Das stimmt. Glauben Sie den Gerüchten nicht? Nee, doch, das stimmt. Warum sollen wir denn das anlegen? Sie war von der Expedition nicht begeistert, aber mein Dad konnte sie überzeugen. Zum Glück hat Dan eingelenkt. Ihr Dad ist der N7 hier. Er hat die meiste Erfahrung und er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Oh, der liebe Alec Ryder scheint anscheinend schon ein bisschen für Aufsehen zu sorgen. Cora. Oder Cora. Cora. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Ich will unbedingt da raus. Es ist unglaublich. Mich zieht es immer zu den emotionalen Entscheidungen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das liegt hier einfach zu kurz. Wir kriegen das schon hin. Nee, komm. Das wäre ja auch stinklangweilig. Ich brenne darauf, herauszufinden, was uns da unten erwartet. Ich weiß, was Sie meinen.
Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Lassen wir uns nicht fressen, ja! Ehrlich gesagt, esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. Ja, das ist eine wirklich gute Entscheidung. Was steht hier? 02 ist SATA. Okay. Wir öffnen mal die Tür und gucken mal. Ich bin wirklich positiv gestimmt. Ich liebe Spiele, wo man wirklich alles angucken kann und alles scannen. Das sind so Spiele, die wirklich nach meinem Geschmack sind. Also man muss das Ganze nicht machen. Man muss nichts scannen. Man muss mit niemandem reden. Man könnte da einfach durchrushen und einfach nur alles niederballern. Könnte man. Ist aber überhaupt nicht mein Spielstil. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Ja, es wird ein Herz-Let's-Play, ich sehe das schon. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Das will ich auch geraten haben. Okay, vor unserem Vater will ich schon professionell erscheinen. Obwohl, es ist unser Vater. Ja. Wir haben gewettet, wer als Erster eine neue Welt betritt. So wollte ich nicht gewinnen. So wie ich Sarah kenne, wird sie schon bald mit dir wetten, wer auf den höchsten Berg klettert. Jetzt musst du dich aber auf die Mission konzentrieren. Verstanden. Eure Mutter wäre stolz auf euch beide. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben, dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Archim Ferion, wir Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt Ihnen. Vielen Dank, meine Team. Habt ihr gerade schon leichtes Gänsehaut-Feeling, muss ich schon zugeben. Also das zieht einen schon deutlich heftig ins Spiel hinein. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine Gemüse auf. Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst, halten Sie sich her. Okay, wir sind jetzt anscheinend in diesem Landungsshuttle. Gravitationsanomalie. Das ist die Hyperion-Arche. Ist der Pathfinder aus unserem Vater bei uns an Bord oder in einem anderen Schiff? Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Hyperion, hören Sie uns? Kontakt abgebrochen.
Darf ich jetzt wieder reden oder redet ihr weiter? Das ist so schwer. Es geht los. Oh, es geht auf jeden Fall los. Immer wenn ich ansetzen will, um einen neuen Satz zu starten, dann labert irgendwer los. Aber, oh, das sieht geil aus. Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Das ist eine sehr zerklüftete Welt, wenn du mich fragst. Und da ist ein anderer Shuttle. Naja, Vater. Das machen wir. Da ist Norden. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Was? Das ist nicht natürlich. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Ja. Wenn Sie nicht freundlich sind. Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Feindliche Absichten bestehen? Hallo? Oh shit. Das war klar. Nimm doch seine Hand! Ja, ist klar. Warum wusste ich, dass es so etwas kommt? Ich wusste es! Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Wieso muss ich jetzt steuern? Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sam! Leben wir noch oder ist das Spiel jetzt vorbei? Oh shit, unser Visier. Das ist ja geil. Das war ein krasses Feature. Das Handling hat schon echt zugenommen. Ich finde auch gut, dass das Jetpack im letzten Moment noch funktioniert hat, sonst wären wir wahrscheinlich draufgegangen. Was ist das hier für eine Welt? Schwebende Berge? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht natürlich ist, weil ich glaube auch nicht, dass die Blitze da natürlich sind. Dafür ist zu wenig Wolken aufkommen. Ryder hier, bitte komm! Hyperion, Sam, hört mich jemand? Die Kommunikation ist jetzt auch gestört, ne? Und prima! Vergessen Sie's, Ryder! Sam ist offline! Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Gibt es Überlebende? Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Das weißt du doch noch nicht. Das ist ein bisschen unvoreingenommener. Warum soll das nicht unsere Heimat werden? Weil uns wahrscheinlich ein Blitz getroffen hat? Und hoffentlich kein feindlicher Alien-Laser? Um nach Überlebenden zu suchen, gehen wir. Apropos Überlebende, wir wissen ja, dass der Pathfinder und als unser Vater auch hier war. Geh doch nicht so nah an den Rand. Ryder, wie steht's mit unserem Vater? Das läuft gut. Ich hab schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Hey, wir mit Shitback. Tja. Jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Kann ich das wieder wegstecken? Terra Incognita. Ja, kann ich. Aha. Ja, was suchen wir? Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das Ding ist auf jeden Fall hinüber. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Okay, wir können da rennen. Kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich hab das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ich weiß, wo das Einsatzziel ist. Was zum Teufel ist das? Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Ja, ich weiß, wie man sich vorwärts bewegt. Ja, jetzt mal ohne Scheiß, könnt ihr mal aufhören zu reden? Ich will ja auch meinen Senf dazugeben. Ja, man, ja, durchgehen. Ich schalte die. Ich schalte die Dialoge gleich ab, die zwischendurch laufen. Ist ja nicht normal. Ist das real? Jetzt halt doch mal die Klappe. Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch.
Die meinst du? Die Zielgenauigkeit lässt zu wünschen übrig, aber die Waffe funktioniert. Tut mir leid. Bin gespannt, wie Let's Player-freundlich das Spiel ist. Im Moment habe ich gerade das Gefühl, dass die ganze Zeit labern und ich keinen Mucks geben darf. Danke dir. So, was ist das hier? Okay, wir sollten vielleicht unsere Waffe wegstecken. Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es... Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Ach so. Dann mal los. Das alles okay. Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Läuft gut. Ja, okay. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Das wird knapp. Nee, das geht schon. Aber könnt ihr mal aufhören zu labern? Hallo, also, wir kriegen das hin. Was war das denn? Wovon kriegen wir Schaden? Ah, ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Waffe wegstecken. Wie stecke ich denn die Waffe weg? Ja, ich weiß, wie man auf einer Kante zuspringt, aber wie stecke ich denn die Waffe weg? Das wäre mir gerade ziemlich... So, kann man das wechseln? Ist mir sehr schön. Kann ich auch irgendwie die Waffe wechseln? Oder besser gesagt, die Waffe wegstecken. Ja, so kann ich die Leute zuweisen. Das ist mir schon klar. Ich komme zurück. Ja, okay, so kann man die Waffe wegfallen. Okay. Dann machen wir das halt so umständlich. So. Ich muss mich wirklich gerade erst reinfinden. Machen Sie mal Platz. Ich wollte einfach mal die Klappe halten. Mann, warum labern die immer? Also ich hab da ja nichts gegen, aber... Teufel ist das. Das sieht nach etwas nicht Natürlichem aus. Das ist Ärger. Ja, das ist Ärger. Auf jeden Fall kein Hotel. Nee. Nichts hier ergibt irgendeinen Sinn. Nein, aber alles ist tödlich. Heute stirbt niemand. Ryder, das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Feindkontakt. Oh, Scheiße. Was sagt das Erstkontaktprotokoll? Draufballern. Wir halten nur unter Feindbeschuss. Das ist Feindbeschuss. Nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Hallo? Die laufen da voll gepanzert mit dicken Knarren rum. Die haben keine gute Absicht da hier. Nee. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Wir befolgen das Protokoll. Ja, das Protokoll befolgen wir jetzt natürlich das Professionellste, aber wir rechnen mit dem Schlimmsten. Hallo, guckt euch die mal an. Die sind nicht freundlich. Ja, trotzdem, wir befolgen das Protokoll. Wir sind ein guter Soldat. Bleiben Sie ruhig. Versuchen wir einen guten ersten Eindruck zu machen. Na, das läuft bestimmt prima. Wenn es nicht klappt, hat Fischer eine Kugel im Kopf. Ja, und wahrscheinlich auch wir beide. Ganz ruhig. Wir greifen nur zur Waffe, wenn es sein muss. Nee, hab keine Ahnung. Nicht, dass sie uns entdeckt haben. Ich gehe wieder. Scheiße, sie sehen Fischer. Ich verstehe nicht. Ah. So. Und damit die Fischer nicht erschießen, gehe ich jetzt mal ins Pausemenü, um mich zu verabschieden für heute. Ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel hier weiter verläuft. Ich habe im Moment nicht gerade das Gefühl, dass das ein Let's Player-freundliches Spiel ist, weil ich habe die ganze Zeit nichts zu reden. Wenn ich mal in einem Dialog mit einem anderen Charakter bin und am Aussuchen bin, was ich im Gespräch weiterwähle, dann kann ich ja mal kurz reden, aber wenn wir hier wirklich auf dem Planeten unterwegs sind, dann labern die ja ununterbrochen. Ununterbrochen wird hier gelabert, zwar so ein loses Zeug. Natürlich, es ist ziemlich interessant, die ganze Hintergrundstory und so weiter, ne? Da sage ich ja nichts gegen, aber müsst ihr die ganze Zeit labern? Ich will auch meinen Senf dazugeben, das ist mein Let's Play, ihr habt ja nichts zu labern. So Leute, aber ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und schreibt ein nettes Kommentar. Dann sehen wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge Mass Effect Andromeda wieder. Mein Name ist Rayon und ich sage ciao. Das war falsch. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. So, jetzt, Leute, ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got to see it, prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. Zeigt keine Gnade, tötet sie!
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.